Hallo und willkommen in Salzburg bei der Schlussausstellung 2018 in der Sommerakademie bei Hubert Scheibel in den Kurs Prozessuelle Malerei. Und ich zeige euch die wichtigsten Werke, die in diesen zwei Wochen entstanden sind. Wir starten bei dem Projekt, wo ich Touristen und Passanten befragt habe auf der Straße, ob sie mir was zeichnen. Und die Grundidee war eigentlich von Josef Beuys, der mir gesagt hat, dass jeder ein Künstler ist. Und genau, das war die Idee dahinter, dass ich das Projekt starte. So, wir wechseln jetzt zu etwas Großformatigen. Das ist ein detaillierter Druck auf Leinwand. Es ist eine Colaflasche mit Eiswürfeln. Und ich versucht zwischen Fotografie und Malerei umherzuspringen und habe versucht, nur wenige Details zu ergänzen oder dazu zu malen, damit Fotografie und Malerei verschwindet. Genau, bei der nächsten Arbeit geht es um Hyperkultur, wo Vergangenheit und Gegenwart gemischt werden. Es wurde von Van Gogh das Ohr ausgeschnitten und hier ergänzt und von Gogol die Nase und wurde in ein zeitgenössisches Werk transferiert und beschäftigt sich ja auch mit vergangenen Kunstwerken auseinandersetzt. Gut, und zum letzten Kunstwerk, was ich vorstellen möchte, ist, dass ich mit ägyptischer Ikonografie gespielt habe und neue Icons wurden dann zu neuen Göttern wie Firefox und Android und Apple natürlich. Ja, danke fürs Reinschauen. Meine anderen Bilder findet ihr den Link unten in der Beschreibung.